Hallo und willkommen zum Logbuch Bretterwisser. Heute ist Sonntag, der 1. Dezember. Zweiter Anlauf. Gerade hat meine Kamera gesagt, Speicherkarte ist zu langsam. Das heißt, ich werde gleich nochmal eine neue Speicherkarte bestellen, die ein bisschen fixer ist und die 4K-Daten auch übernehmen kann. Ihr seht es. Kamera ist da. Endlich. Ich habe was bestellt und dann kam die ja nicht. Dann habe ich jetzt tatsächlich doch wieder beim großen Amazon bestellt. Ich wollte eigentlich den kleinen Online-Händler unterstützen, aber die konnten nicht liefern. Das nervt ein bisschen. Jetzt gefällt mir der Look wieder ein bisschen besser. Ich muss auch ein bisschen die ganzen Einstellungen und sowas mal ein bisschen rumspielen. Ich habe mir gerade das PDF irgendwie aufs iPad draufgezogen. Das werde ich mir nachher nochmal reinziehen, damit ich weiß, was jetzt alles so ein bisschen neu ist. Aber ihr seht nicht mehr diesen ganzen großen Kram. Hab wieder meine schöne Festbrennweite drauf, dass es einfach ein bisschen schnuckeliger aussieht. Und ich möchte einfach mit euch ein bisschen reden. Über was will ich reden? Wie gesagt, Canon, wen es interessiert. Canon EOS M6 Mark II, der Nachfolger von meiner alten Kamera. Deswegen konnte ich das Ganze im ganzen System bleiben. Das war halt mein Intention, weil ich ja eigentlich sehr zufrieden war, aber war halt gerade so ein bisschen Lieferschwierigkeiten. Egal. Ich schmeiß einfach mal den Karton weg. Ich heb ihn besser auf, falls ich die Kamera irgendwann mal verkaufen will. Sollte wohl schon mal vorgekommen sein. Aber, was haben wir gespielt? Ich war letzte Woche, Montag war das, beim Spieleabend, da habe ich auch das erste Mal Res Arcana gespielt. Ich kann ja noch mal kurz in meine Tasche greifen. Res Arcana, so eine Kennenlernpartie, die war richtig cool. Das Spiel hat, glaube ich, richtig was drauf in seiner minimalistischen Art, indem man halt nur 10 Karten bekommt und dort halt versucht, das Beste daraus zu machen und als erster 10 Siegpunkte zu kriegen. Coole Sache, also, aber ich glaube, man muss es wirklich auch dann mit Drafting spielen, aber das muss ich dann wirklich noch ein bisschen erläutern oder ergründen. Ich glaube, ich muss das mit diesem ISO. Egal. Wenn ich jetzt hier irgendwie gerade die ganze Zeit rumdenke, was jetzt alles gerade schief geht mit diesem Ding. Mein Licht scheint auch ein bisschen zu flackern. Ich hoffe, das geht alles gut. Aber ich fand die ja richtig cool. Das sind die Sherlock-Fälle. Haben jetzt ja auch den Beeple Award gekriegt. Von mir gab es dafür auch einen Daumen nach oben. Da hatte mich dann halt dieses Detective, oh Gott, ich kriege diesen Namen mal nie ausgesprochen, Detective irgendwie total angesprochen, weil halt auch gesagt wird, hey, da gibt es einen coolen 3D-Aufbau. Jetzt muss ich mal gucken, wie die das jetzt hinkriegt. Yeah, ein 3D-Aufbau in die Schachtel reingebaut. Das ist ziemlich cool. Also macht auf jeden Fall was her. Cool ist es auch, was mich halt wirklich sehr angesprochen hat. Keine Sorge, ich spoiler jetzt nicht. Wir haben alles wieder zurücksortiert. Man kriegt halt einen großen Stapel Karten. Da fängt man einfach an. Es gibt auch nichts weiter in dieser Schachtel. Also keine Regel oder sowas. Da ist alles halt da drauf. Und dann versucht man halt den Todesfall, will ich es erstmal nennen, des Grafen zu ergründen, wie könnte es sein, was könnte sein. Und im Gegensatz zu den Sherlocks wird dieses Kartendeck nicht gemischt, sondern es ist halt alles so ein bisschen durchgetaktet, durchgeskriptet, das ist so ein bisschen Unterschied. Aber es ist trotzdem so, dass man halt eine gewisse Anzahl Karten, je nach Spielerzahl, auf der Hand hat und dann überlegen muss, ob man eine Karte offen spielt, also in Informationen offen rauslegt, oder ob man die verdeckt hinlegt. Das ist halt spielmechanisch ganz interessant gelöst, finde ich. Man darf halt nur Karten ausspielen, mindestens, also die haben alle ich will jetzt nicht die Rückseite zeigen, da ist ein Wert drauf auf den Karten. Und dieser Wert muss halt mindestens so groß sein, der Karten, die halt abgelegt worden sind, also im Archiv sind. Und das sorgt halt dafür, dass man abschätzen muss, ob diese Karte jetzt eher wertvoll ist oder eher nicht so wertvoll. Fand ich eine coole Mechanik, aber die Geschichte war nicht spannend. Also mechanisch finde ich das echt cool und interessant und würde da mir auch gern noch einen weiteren Fall wünschen oder weitere Fälle. Ich glaube, da wird auch was kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber die Story war so ein bisschen Banane. Oder nicht Banane, sondern
Ja, ich will jetzt echt nicht zu viel drauf bringen, weil ich es, wie gesagt, irgendwie faszinierend fand, aber gleichzeitig auch ein bisschen enttäuschend. Aber wenn man das wirklich mal irgendwie so in so einer Stunde so einen Detektivfall lösen möchte, ist das echt eine coole Sache. Nicht so wie so ein Detective, was jetzt bei mir tatsächlich nach dem ersten Fall immer noch ungespielt weiter rumliegt und ich da echt jetzt Gefahr sehe, dass dort dieser Fall auch der einzige bleibt. Weil wir es im Moment jetzt erst recht vor Weihnachten gar nicht hinkriegen. Es ist halt schön, so einen abgeschlossenen Teil in so einer Stunde, anderthalb Stunden runterspielen zu können. Cool ist auch, dass man halt auch nicht bestraft wird für Karten, die man halt auslegt. Bei den Sherlocks muss man ja sehr viele Karten abschmeißen, um da irgendwelche Pluspunkte rauszukriegen. Hier gibt es einfach nur eine Punktewertung im positiven Bereich. Die haben wir so mittelmäßig abgeschnitten. Aber da ist halt so ein bisschen, also das fand ich halt cool, dass es halt wirklich da halt eher im positiven Bereich ist. Aber wie gesagt, die Story fand ich nicht so ganz so toll. Aber gerne noch einen weiteren Fall dieser 3D-Tatort. Da passieren halt auch ein paar Dinge. Und für den nächsten würde ich dann auch wirklich schon noch ein paar Dinge mehr beachten. Und das macht halt neugierig. Und da habe ich halt Bock drauf. Trotzdem, wer halt die Sherlocks cool fand, der kann auch mit den Detective sicherlich was anfangen. Also da, das geht schon. Also macht euch da frei, wenn ihr es irgendwie euch unter den Baum legen wollt. Oder ist es eine kleine Schachtel Nikolausstiefel vielleicht? Schaut euch Detective, oh, dieser Name ist furchtbar. Blutrote Rosen, man könnte auch sagen Rote Rosen, Krimispiel. Der hat da bestimmt auch Spaß dran. Also, ich gebe so einen halben Daumen hoch, aber noch mit Luft nach oben. Bis dahin hoffe ich, dass dieses Video ist so ein Testballon für die neue Kamera und die Einstellung. schreibt mir mal, wie ihr damit zufrieden seid, ob ihr diesen neuen alten Look, nee, den behalte ich sowieso bei, das werde ich nicht ändern. Habt ihr Erfahrung mit diesem Detective? Und gebt mir mal Tipps, wie ich das Detective wieder auf den Tisch kriegen könnte. Schreibt das unten in den Kommentaren. Wir sehen uns irgendwann, wahrscheinlich nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.